ich biete den Leuten einfach ein Stück Freiheit. Und das lassen die mich auch spüren. Und das gibt mir unglaublich viel. Die Fahrschule Cornelia Schiefer für Menschen mit und ohne Handicap wurde 2011 gegründet. Innerhalb nur eines Jahres hat sie sich am Standort zu einer der bestfrequentierten Fahrschulen entwickelt. Der Theorieunterricht findet in Gruppen oder im Einzelunterricht statt. Sich den Bedürfnissen und Möglichkeiten ihrer Schüler anzupassen, individuell auf jeden einzugehen, gehört zur obersten Priorität von Cornelia Schiefer. In gesprochenem Wort oder in Gebärdensprache macht dabei keinen Unterschied. Aber nicht nur im theoretischen Unterricht wird auf die Lerngeschwindigkeit der Schüler Rücksicht genommen. Für Marcel Höppner soll der Führerschein zum Türöffner für seine Zukunft werden. Ja, ich muss sagen, es ist ziemlich gut. Also ich verstehe mich mit der Cornelia super. Sie ist super hilfsbereit, hat auch viel Geduld. Ich bin super zufrieden, muss ich sagen. Ja, sie geht auf die Bedürfnisse der Leute halt jetzt in dem Fall auf meine Bedürfnisse ein. Mit dem Fahren klappt gut. Am Anfang hatte ich Probleme. Klar, die ersten Fahrstunden sind immer so ein bisschen problematisch, denke ich mal. Aber im Moment klappt es ziemlich gut, immer besser. Und ja, ich hoffe, dass ich den Führerschein auch machen kann. Peter Gersch ist seit einem schweren Verkehrsunfall auf den Rollstuhl angewiesen. An seiner Lebensfreude und Motivation konnte dieser Schicksalsschlag allerdings nie etwas ändern. Einen großen Wunsch hat Peter aber. Er will endlich selbst entscheiden, wann es wohin geht. Dabei soll der Führerschein helfen. Doch er fand lange keine Fahrschule, die ihm die Möglichkeit geben konnte, trotz seines Handicaps praktische Fahrübungen zu machen. Alles änderte sich an dem Tag, als er auf die Fahrschule von Cornelia Schiefer aufmerksam gemacht wurde. In erster Linie bedeutet es für mich Selbstständigkeit, ja. Früher war es so, dass ich von Eltern oder Geschwistern überall hingefahren werden musste. Und wenn ich alleine irgendwo hin wollte, dann musste ich umsteigen auf die Bahn. So, und das bedeutete für mich einen immensen Zeitaufwand und auch Probleme. Also einige Probleme waren drin. Ja, und dann habe ich erfahren, dass ich Führerschein machen kann. Ja, und dann wurde eine Perspektive eröffnet, Selbstständigkeit, selber irgendwo hinzukommen. Und ja, wenn ich ein Auto habe, dann steige ich einfach ein und bin ruckzuck dort, wo ich sein will. Den Weg zur Fahrschule fand Peter über den Kooperationspartner Sodermanns, dem größten Kompetenzzentrum für behindertengerechte Fahrzeugumbauten in NRW. Ich bin sehr froh, dass Conny zu uns gekommen ist und gesagt hat, Mensch, ich möchte meine Fahrschule ausbauen in Bezug auf Fahrschule für Menschen mit Behinderung. Wir sind also in der Lage, dank unserer unter anderem elektronisch-digitalen Bedienelemente nahezu 95% aller körperlichen Beeinträchtigungen durch die Technik zu ersetzen. Am Anfang eines jeden Fahrschülers steht ein ärztliches Gutachten, aus dem hervorgeht, dass der Mensch kognitiv dazu in der Lage ist, ein Fahrzeug selbstständig führen zu können. Alle körperlichen Beeinträchtigungen wirken wir mit Technik entgegen, sodass nahezu jeder Auto fahren kann. Fahrschule Cornelia Schiefer. Besuchen Sie uns.